Sí. Börsenbarometer war Chemie, Autoindustrie. Eik Nordwest und Stellingen wegen Bauarbeiten. Iedere man, iedere vrouw in zijn missie weet wat er te doen staat. En ik heb me altijd veilig gevoeld. En tegelijkertijd race je hard natuurlijk als je weet wat er nu heen gebeurt. En in no time hebben ze me naar het vliegtuig gebracht. Samen met al het materieel. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Verbands. Bis zur Wahl. Noch in Kalveslage zwischen dem Ortseingang und dem Dornenweg. Büßt bei jeder Umfrage mehr Stimmen ein. Ansonsten kommt hier normalerweise WDR 3 vom Sender Nordhelle rein. Aber jetzt haben wir hier NDR 2 vom Sender Aurich. Die ARD Infonacht.
Mit Nina Zimmermann, einen guten Abend. 1,5 Monate ist die Flutkatastrophe an der Ahnung her und wären die Gedenkfeiern und die Gottesdienste in diesen Tagen nicht gewesen, vielleicht würden sich die Hinterbliebenen und die Geschädigten jetzt schon vergessen. Arme Herr Bressler am Sch... Die ist auch die, die an der Regierung beteiligt ist. Die hat nicht telefonisch arbeitet. Der Kubicki ist sauer, dass die FDP dabei der Digitalisierung angeht. Und zu dem Thema Moralvorstellung. Schon allein? Walsrode Richtung Bremen zwischen Pferden Nord. Versorgung mit Vakzinen bleibe auch in dieser Phase der Pandemie grundlegend, auch wenn die EU ihr selbst gesteckt. Und die sie nun wieder abholen mussten. Noch nie vorher waren... Das ist Antenne Niedersachsen vom Sender Rosengarten. Das ist, muss ich ehrlich sagen, ein Erstempfang hier für mich in Anröchte. Den habe ich noch nie bekommen. Absoluter Erstempfang. Ja, die Radio Lippewelle Hamm kommt gerade gar nicht durch. Die ist komplett weggedrückt von den beiden Sendern. Weil auf 104,9 ist auch Antenne Niedersachsen vom Sender Haurig zu bekommen gerade. Way down.
If you really love me, how will I know? Da stört eins live rein vom Bielstein, aber wenn ich ein bisschen ausweiche, dann geht's. Das ist der Sender Stein Kim. Der kommt ja eigentlich ständig an den Anrichter, also immer öfters. Osnabrück. Also das ist ja jetzt der Hammer. Jetzt haben wir auch noch Antenne Niedersachsen vom Sender Dannenberg. Drückt mir hier Deutschlandradio Kultur vom Sender Olsberg komplett weg. Also das ist ja jetzt mal der Hammer hier. Seit Monaten in großer Zahl Kinder und Jugendliche kidnappen. Dieses Mal hatten sie am Mittwoch schwer bewaffnet eine Schule in der Nähe des nordnigerianischen Maradun angegriffen. Aber mittlerweile heißt es ja Deutschlandfunk Kultur. Nur einen Tag später konnten habe ich mich gerade etwas versprochen. Also selbst den Sender Dannenberg habe ich auch noch nie bekommen hier in Anrüchte. Das ist jetzt hier Deutschlandfunk vom Sender Bremen-Walle. Sie haben seit Dezember rund 1000 Schulkinder und Kinder sind meistens auf den Schulen unterwegs und Kinder auf die Regierung, in denen sie die Schulen antreffen. Ja, hier haben wir NDR 2 vom Sender Hamburg. Hamburg habe ich schon mal auf dem Handy empfangen. Ich habe ein altes Sony Xperia Z1. Da lassen sich wunderbar mit Fernempfänge verzeichnen. Das ist schon grandios. Jo. Das war ein kleiner Überblick über das UKW-Band. Beim Etwas Tropo in Anrüchte in der Nähe von Soest.